Seid gegrüßt, ich bin's Kai, Kai aus der Kiste und heute mal ein ganz anderes Video. Heute mal das Angelberger Promo Pack. Packen wir mal aus. Das ist. Und ja, da schauen wir mal rein, was das alles so bringt. Das gute Stück, wie es hier ist, kam 10 Euro bei Amazon. Ich verlinke euch das mal, falls ihr Interesse habt. Hier soll angeblich auch das Doppelte drin sein, also 10 Euro. Doppelt, wir machen es mal auf. Ja, wenn man ein Messer. Okay. Und ja, dann bin ich echt gespannt, was da alles so drin ist. Greifen wir mal das erste rein. Okay. Wir haben hier einmal ja, Routenhalter, würde ich sagen, zumindest Routenabstützung. Da habe ich noch was, das kann ich euch gleich mal zeigen. Wir werden jetzt wirklich nicht. Es gibt ja wahrscheinlich vielleicht Leute, die jetzt nicht erkennen, was das ist. Aber ich kann es euch mal zeigen. Schraubt man hier zum Beispiel Routenhalter dran. So. Dann klickt man die Route hier drauf, davon brauchst du zwei. Und hier unten kommt da eben noch eine Stange dran, die baust den Boden rein. Vorne kommt die Pieper dran, Bissanzeiger. Ich denke mal, ihr wisst, was es ist. Ja, vom Wert her würde ich jetzt sagen 2, 3 Euro. Okay, also das war jetzt nicht dabei. Das habe ich jetzt von meiner Angelbox genommen. Das greifen wir mal rein. Okay. Hier haben wir noch einmal, wie gesagt, zwei. Habe ich sogar perfekt gesagt, dass wir zwei von den Routen brauchen. Perfekt. Jetzt haben wir zwei von denen. Habe ich doch gesagt, Leute. Zwei brauchen wir. Gucken, was wir jetzt haben. Okay. Power Dip. Wir haben hier einmal Power Dip. Das kenne ich schon, das mischt man unter das Futter. Das riecht streng. Also gut, also lecker. Okay. Also hier haben wir einmal Fall Power Dip Green Selfish. Das ist der Geschmack anscheinend, der Geruch. Riecht auf jeden Fall sehr lecker. Werde ich ausprobieren. Was haben wir noch? Okay, ist wie gegen die Kamera gerannt. Okay, wir haben hier einmal Wirbel. Super. 10 Stück. Perfekt. Achter. Keine Ahnung, was die jetzt aushalten. Vom, ja, vom Gewicht her. Werde ich auf jeden Fall mal austesten. Wir haben hier einmal. Okay. Jetzt nicht erwartet, ein Gummiband, Armband oder vielleicht für Routen zum Festmachen. Ich denke ja nicht. Ich denke mal, das ist ein einfach ein normaler Armband. Okay, das ist jetzt wirklich Schnickschnack. Das benötige ich jetzt wirklich nicht. Keine Ahnung. Lustig, aber man braucht es nicht. So, wir haben hier einmal ein Blei. Können wir aufmachen. Einmal 113 Gramm. Dann wisst ihr Bescheid. Das kommt weit. Das kommt ordentlich, Leute. Damit kannst du ordentlich auswerfen. Brauchst du aber natürlich auch die richtigen Routen, ne? Sonst macht's Kack. Sonst macht's Knack und dann ist die Sehne gerissen. Wir haben noch ein Blei. Ein anderes. Von der Form her. Nochmal 113. Also ordentliches Blei dabei. Okay, mal gucken, was wir jetzt haben. Oh, okay. So, wir haben hier einmal ein Vorfach fürs Karpfangeln. Machen wir gleich mal auf. Okay. Ein ordentliches Vorfach.
Wir gehen mal kurz raus. Also Vorfach, das ist, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Auf jeden Fall ist das schon seilartig. Das bleibt dann auf dem Boden ordentlich liegen. Wenn die Karpfen rüberschwimmen, wirbeln die sich nicht gleich so auf, dass die Montage dann verrutscht oder so. Durchs Blei ja eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier nochmal Blei, 90 Gramm mit dran. Sind es 90 oder 60? 90. Haben wir noch ein Klicksystem fürs Blei, falls man im Kraut hängen bleibt. Da kann man sich dadurch noch befreien. Fällt das Blei zwar ab, ihr verliert das Blei, aber nicht eure komplette Montage. Kostenstand würde ich jetzt sagen, auch zwischen 3, 4 Euro. Wenn nicht sogar teurer. Super. Und auch sehr hochwertig. Sieht gut aus. So, zu guter Letzt. Ich glaube, das ist das Letzte. Ja. Ja, ein Sticker. Ich glaube, das sind zwei unnötige Gegenstände, die in der Box sind. Finde ich zumindest. Ja. Also wir haben hier zweimal Rutenhalter, zwei Bleie von A113 Gramm, dann haben wir die Wirbel, dann haben wir noch das Pulver zum Untermischen des Futters, der Powerdip, die fertige Karpfenmontage mit Bleiclip und ja, dann nimm noch die zwei unnötigsten Dinge eigentlich, die dazugehören. Aber naja. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und abonniert gerne mal. Und wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal so ein ähnliches Video mache, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Dann öffnen wir die 30-Euro-Box. Dass die für 10 Euro im Wert rechne ich noch aus und schreibe ich zum Schluss des Videos mit rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuschauen, auch wenn es mal ein kurzes war. Ciao.